500 € Weihnachtsgeld für alle Rentner. Kommt jetzt die 13. Monatsrente für alle Ruheständler? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die SPD hat ihr Wahlkampfthema gefunden. Und zwar geht es ja um die Bundestagswahlen in Entschuldigung, um die Landtagswahlen in Ostdeutschland, die im September 2024 losgehen. Und jetzt startet die SPD mit einer Rentenkampagne. Und ich zeige Ihnen das mal. Ich muss da ein wenig schmunzeln. Meine Damen und Herren, jetzt will die SPD auf einmal hier den Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland was Gutes tun. Vor allen Dingen in Ostdeutschland hat sie wohl jetzt ihr Ostrententhema gefunden. Und das soll also sozusagen zur Abgrenzung zur CDU helfen. Und der Chef der SPD in Thüringen plant sozusagen, dass es wie in der Schweiz eine 13. Monatsrente geben soll. Und zwar 500 € pro Monat sollen, 500 € pro Jahr sollen die Leute Weihnachtsgeld erhalten, Rentnerinnen und Rentner. Eine ähnliche Regelung haben wir ja jetzt auch durch die Volksabstimmung in der Schweiz gehabt oder gesehen. Ja, ich zeige hier nochmal den Artikel vom 3.3.2024. Tagesschau hat ja berichtet, wir ja auch mit großer Begeisterung. Die Schweizer haben gesagt, dass sie eine 13. Monatsrente haben wollen. Und das ist mit einer Volksabstimmung hier sozusagen auch umgesetzt worden, weil viele Schweizerinnen und Schweizer wirklich auch an der Armutsgrenze leben oder auch wirklich arm sind und weiterarbeiten müssen oder auf zusätzliche staatlichen Hilfen angewiesen sind. Und das haben die streitbaren Eidgenossen einfach nicht mitgemacht. Aber schalten wir nochmal rum auf die SPD. Die SPD meint also jetzt auch ein probates Mittel gefunden zu haben, um gegen die AfD Punkte zu sammeln. Und zwar hier mit dieser sogenannten 500 € Weihnachtsrente für alle Rentnerinnen und Rentner. Meine Damen und Herren, zwei Drittel aller Thüringer haben diesen Vorschlag natürlich begrüßt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA, welches der ARD auch vorliegt. Demnach befürworten 66% diese Idee. Unter den Anhängern der AfD sind es 68% und bei den Sahra-Wagenknecht-Leuten von der BSW sind es 71%. Zustimmung, natürlich große Zustimmung auch bei den Linken und bei der SPD. Nur bei den FDP-Anhängern gibt es keine Mehrheit. Meine Damen und Herren, kommt alles viel zu spät, ist alles schon zu spät. Letzten Endes, die SPD kann aus meiner Sicht damit keine Punkte fangen. Die SPD hat, wie die CDU in den letzten Jahren, hier ja wirklich verbrannte Erde auch vor allen Dingen in Ostdeutschland hinterlassen. Ich könnte Ihnen da vieles erzählen, was die Ossis dafür ein Empfinden haben, was die SPD anbetrifft. Aber die SPD wird ihr Déjà-vu bei den Landtagswahlen erleben. Es wird bitter werden, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und Sie kennen ja diesen Spruch, wer hat uns verraten? Das sind die Sozialdemokraten. Und so denken viele Leute in Ostdeutschland vor allen Dingen. Aber meine Damen und Herren, es geht ja auch um die Frage der Inflationsausgleichsprämie, 3.000 €. Warum hat das zum Beispiel der Bundeskanzler bekommen und 20 Millionen Rentner nicht? Oder warum gibt es nicht eine 10-prozentige Rentenerhöhung aufgrund des Inflations, der massiv gestiegenen Inflation? Warum nur diese kleine Rentenanpassung 4,57%? Was ist eigentlich mit der Wertschätzung der Menschen hier im Osten gegenüber den Leuten im Westen? Und, und. Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag, der lässt sich sowieso nicht umsetzen. Ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag dazu führt, dass die SPD nun in Scharen neue Wähler bekommt. Nein, ich glaube eher, dass die Leute ganz genau wissen, wer von wem dieser Vorschlag kommt und dass das letzten Endes nichts anderes ist als der letzte Versuch, hier noch ein paar Wählerstimmen von der AfD abzugraben. Näheres, meine Damen und Herren, zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.